Nice. Smart, smart, smart. Jetzt müssen wir uns auch sputen. Ich wollte eigentlich alle Kartons mitnehmen. Aber wieso, ne? Wieso das? Boah. Was ist das denn hier? Autos? Ach du Scheiße, das Riesenauge. Ey, da willst du mich verarschen? Oh, oh nein. Oh, bitte nicht. Sieht nach Arena aus. Kann ich machen. Die haben wir schon am Anfang gehabt. Schon wird es aber schwerer. Der Kreisknopf ist parat. Oh Gott, die kommen von überall. Ich weiß nicht wohin. Ich weiß aber nicht wohin. Bald mal Krüppel ab. Oh. Nice. Ist er tot? Achso, er lebt. Es war dunkel. Ich war allein. Es fühlt sich an, als wäre ich wieder im Netz. Wir hätten das Tor überhaupt zugemacht. Aber du hast mich gerettet. Danke, mein Freund. Vielleicht war das Momo. Ein so hoher. Wir sind auch ziemlich dreckig, ne? Oder meine ich das nur? Hoher Stromverbrauch. Wer hart für meinen Prozessorkern? Der Deflexor ist jetzt völlig zerstört. Wir müssen vorsichtig sein. Ja, du warst doch derjenige, der es kaputt am Arsch gemacht hat. Ah ja, jetzt kommen wir da durch. Links oder rechts? Ah, okay. Wir können rechts. Der andere läuft noch. Jetzt haben wir, können wir uns nicht mehr wehren, ne? Ne. Licht an, aber... Das war's. Tatsächlich. Ne, wir sind angekommen in irgendeiner Stadt, ne? Paladin. Ein Reisender aus der Kanalisation. Wir haben schon Ewigkeiten keinen mehr von euch gesehen. Bist du derjenige, der von uns vorhin kontaktiert hat? Der kleine Außenweltler? Zerweiter sei der Außenweltler, hat dich schon erwartet. Er meditiert hoch oben im Dorf. Komm hier. Die Schilder abhalten. Ameisendorf. Oh. Cool, dass es auch andere Gebiete gibt als nur eins. Also eine Stadt gibt es als nur eine. Diese Maschine. Der Wissenschaftler, dem ich geholfen habe, hat so ein Gerät benutzt. Er war krank. Das war seine letzte Hoffnung. Er ist in die Maschine gegangen. Sieht aus wie einer von Fallout. Wie die vereisen. Für die Zukunft. Aber ich war nicht bei ihm. Er war allein. Was hatte er vor? Er lud sich selbst in den Computer hoch. Und dann war alles anders.
aber beim Hochland ging etwas schief. Er saß für hunderte von Jahren fest, bis eine kleine Katze auftauchte. Ich war der Wissenschaftler. Nee. Ich war ein Mensch. Ich brauche einen Moment. What? Ach du Scheiße, ein Schutzzentrum haben wir. Guten Tag. Es tut mir leid, ich brauche, achso, der kann gar nicht mich übersetzen lassen. Geil. Katzenkatastrophe. Ich liebe sowas, oh. Die auch die ganzen Dinge aufheben. Cool. Wir können es. Ja, genau, dann nicht das machen. Die müssen wir irgendwie aufwecken, den. Warte mal. Da. Keine Ahnung. Und wohin müssen wir? Schaukel. Was habe ich noch alles vergessen? Was Eltern und Freunde gehabt haben. Was ist mit ihnen allen passiert? Ich wollte die Stadt öffnen, aber gibt es überhaupt noch jemanden, den ich retten kann? Ah, hier kennt man nicht reden. Verdammte Axt. Pfeil zeigt nach oben. Oh. Ach du Scheiße, was ist mit ihm? Was ist das? What? Hey, weißt du nicht, dass man seinen Nächsten nicht bei seiner transzendentalen Meditation stören sollte? Ach, du bist es. Du warst bei Momo, als wir vorhin den Anruf erhielten. Ich freue mich, dich endlich kennenzulernen, kleiner Außerweltler. Du kannst Momo und Doc, also bist du. Du kennst Momo und Doc, also bist du bereits mit uns Außenweltler vertraut. Ich vermisse sie. Die Erinnerung an sie bringt mir Frieden. Momo ist in den Slums geblieben. Ich habe gehört, du hast geholfen, Doc zu finden und Clementine. Sie ist jetzt im Stadtzentrum. Wenn du immer noch die Außenwendler sehen willst, ist sie diejenige, die dich dorthin bringen kann. Scheinbar hatte sie einen Plan.
wie sie die Stadt verlassen kann. Hier für dich, ich habe ihre Adresse auf die Rückseite des Bildes geschrieben. Um das Stadtzentrum zu erreichen, klettere unser kleines Dorf hinauf. Das sollte ich für ein geschicktes Kerlchen wie dich ganz einfach sein. Wenn du schaffst, die Außenwelt zu erreichen, bist du der Allererste. Ich würde dir viel Glück wünschen, aber das brauchst du nicht. Ich glaube an dich. Okay. Es tut mir leid, dass ich vorhin abgeschaltet habe. Ich bin ein Mensch, wahrscheinlich der Letzte auf der Welt, und jetzt sieh dir an, was von mir übrig geblieben ist. So vieles ist mir wieder eingefallen. Wie viel habe ich vergessen? Wenn wir Clementine finden, können wir vielleicht meine Erinnerungen wiederherstellen und dich gleichzeitig nach Hause bringen. Wir können zurück nach unten gehen und die Gefährten befragen oder weiter ins Stadtzentrum. Okay, jetzt ist. Wir gucken erstmal hier hinter, was hier ist. Dieses Essen ist wirklich köstlich, aber etwas anderes gibt es hier nicht. Wenn ich weiter diesen Müll in mich reinfresse, muss ich mir das Frontgehäuse abschrauben. Okay. Man nennt mich den Blechkoch, denn ich habe mich auf den Upcycling von Überresten spezialisiert. Das heutige Angebot: Ramen J45 mit meiner geheimen Zutat. Ramen hört sich gut an, aber was ist J45, oder was war das für eine Zahl? Okay, die verstecken sich hier. Aber wir können jetzt höher. Da kommen wir jetzt zu unserem Ziel. Aber ich will erstmal hier unten alles abklappern. Guten Tag. Alexander, das beruhigende Geräusch von feinem Müll, schimmernden Wasserfällen, keinen Gefahren. Es ist ein herrlicher Ort, um an meinen Gedichten zu arbeiten. Hier, hör mal. Du mächtiger Beton, so sagt, der mich in meine Schoße schützt, sollst du auf mein Grab, auf sein mein Grab. Ist dir das zu feierlich? Okay. Weird. Okay. Wir gehen einmal hier rum. Ah ja, wen haben wir da? Kundelich. Okay, komischer Name. Oh, hallöchen, es ist schon so lange her, dass wir Besuch hatten. Naja, außer diesen verdammten Zirks natürlich. Stell dir vor, wir können uns ihre Kraft zunutze machen, sie in einem Rad oder so laufen lassen. Was für ein verschwendetes Potenzial. Wie ein Hamster, oder wie? Ich finde es auch cool, dass die hier so alle in so diesem runden Ding wohnen, ne? Wie so ein Baum. So. Billete. Wenn ich groß bin, möchte ich so berühmt sein wie Tante Clementine. Ich hätte auch gerne alles erforscht, wie sie, aber die Erwachsenen haben uns verboten, das Ameisendorf zu verlassen. Oh, das war schön. Hä? Ich groß bin. Okay, sagt er. Hat er verschiedene Sachen gesagt? Ich bin mir unschlüssig. Sehr schön hier. So, was ist denn hier los? Kann man nicht mit denen gehen, wenn man das macht?
Nein, nicht. Mumusch. Ich liebe den Geruch von frischen Farbe. Erinnert mich an, warte mal. Ich kann nichts riechen, schade. Es ist auch traurig. Immer noch glücklich. Ah, jetzt so. May ist in ihrer dekonstruktivsten Phase, wie sie sagt. Ich bin sicher, dass sie eine große Künstlerin werden wird. Wenn sie nur woanders üben könnte. Wusstest du, dass es mehr als 900 Schattierungen von weißer Farbe gibt? Sag's niemand, aber ich kreiere gerade meinen eigenen Farbton. Ich nenne ihn Müllbraun. Sehr schön. Das dauert wieder. Das dauert wieder. Hier? Yeah. Geht nirgends so lang, ne? Haben wir jetzt mit jedem gesprochen? Okay. Außer mit dem, warte mal. Ah. Hat niemand, dass ich tatsächlich darauf programmiert bin, bei diesem Spiel zu gewinnen. Du. Statistisch gesehen hätte ich mindestens 8 Mal gewinnen müssen. Alles okay? Ich liebe es. So, wir gehen das mal höher. Na, wieder hoch. Achso, warte. Ja, hier Pfeile hinmachen. So, wen haben wir denn da? Hallo, hallo Kleines, wie geht es dir? Wusstest du, dass Tante Clementine uns beigebracht hat, wie man besondere Pflanzen züchtet, die ohne Sonnenlicht leben können? Ich habe eine riesige Sammlung davon. Willst du sie sehen? Es fehlen allerdings noch ein paar Farben. Mir fehlt eine gelbe Pflanze, eine rote und eine, ja, eine lila Pflanze. Wenn nur einer der kleinen... Oh nein, müssen sie was geben. Was habe ich gar nicht. Gibt es auch keine Roboterkinder, ne? Immer nur in dieser Größe. Dave. Pfeh, mir ist langweilig. Tante Clementine hat hier früher Unterricht gegeben. Wir haben eine Menge cooler Sachen gelernt. Geht's runter. Wo genau runter führt das hin? Warte mal. Ach, ich glaube, es führt ganz so runter. Warte mal. Katze, wie Chaos. Jetzt ist lang. Ah, oder hier. Ah, da geht's nicht weiter. Oh, die Äuglein. Verbeut. Okay. Wo geht's denn hier lang? Hä? Hey, was ist denn jetzt?
Müssen wir hier lang? Gegenstand verwenden? Geht nicht. Oh, unsere ganzen Gegenstände sind jetzt auch weg. Nein. Ja. Schade, wir hätten irgendwas machen können damit. Wahrscheinlich, weil die dann nicht mehr benutzt werden können. Oh, ein Zug. Toll, das ist eine U-Bahn. Oder U-Bahn, ja. Ich habe ganz vergessen, dass es diese Art von Transportmittel gibt. Man könnte damit überall in die Stadt hinfahren. Die Leute fuhren damit zur Arbeit. Ich habe sie auch benutzt. Jeden Morgen, nachdem ich mich von meiner Familie zu Hause verabschiedete, ich habe das für sie getan. Aber jetzt sind sie nicht mehr hier da. Es ist schon so lange her. Sie wollten die Außenwelt sehen, aber ist das überhaupt noch wichtig? Was ist mit ihnen passiert? Was ist mit all den anderen passiert? Jedenfalls sind wir jetzt in der Nähe des Stadtzentrums. Lass uns diese Clementine finden. Wir haben ein Foto von ihr. Das können wir einigen der Gefährten hier zeigen. Vielleicht können sie uns in die richtige Richtung weisen. Ach, sind hier Leute? 50% schon. Ja, fast durch. Oder? Ist hier echt nix? Schlecht. Alter, wie es hier aussieht, ne? Bisschen wie Ghost by Tokyo. Hab ich gerade Vibes. Oh, wen haben wir denn da? Stimmt, da war da auch eben was, was wir merken konnten, ne? Hab's gar nicht mehr gesehen. Mal verpasst, war. Es gibt so viele Bücher hier. Was wir möchten ist, ist Turing-Test, die Ethik der künstlichen Intelligenz. Einige davon erkenne ich wieder. Hatte ich eine Bibliothek. Ich erinnere mich, dass nichts so gut war wie der Duft von Büchern und das Blätter einer Seite. Es war ein Gefühl, fast wie Trost. Ein Buch zu lesen war, als würde man Zeit mit jemandem verbringen. Was ist das für eine creepy Musik? Guten Tag. Der beste Freund einer der Katze. Okay. Er steht einfach da. Oh, ist ja auch scheiße die Musik. Wer rennt da? Wurde irgendjemand verhaftet? Clementine wurde gesucht? Ich habe dir schon 5-mal gesagt, Josh, dass du so nicht rumlaufen darfst. Das ist gefährlich. Hey, so einen Roboter habe ich noch nie gesehen. Du siehst aus wie flauschig aus. Aber es geht um das Mädchen oder so. Okay.
lassen Sie mich in Ruhe. Ich bin nicht derjenige, nach dem ihr sucht. Wenn ihr nach Clementine sucht, versteckt sie sich bestimmt in der Residenz. Oha. Der FBI-Überwachungskamera. Identität bitte. Kooperieren Sie oder wir müssen Sie ins Gefängnis überführen und kaputen. Oha. Heißt Löschendaten. Cooler Himmel. Was ist das denn hier? Multi Whittler? Ja, da kommen wir aber auch nicht weiter. Was ist hier hinter? Ah ja, wer steckt sich denn hier? So ganz traurig. Wunderbot, hörst du das da unten? Diese Ebbe, diese Flut? Die Stadt verfolgt mich, sie verspottet mich. Oh, Clementine, ja, ich habe früher mit ihr herumgehangen. Aber sie wollte weg. Sie war wie ein frischer Wind und dann spurlos verschwunden. Jetzt sucht man nach ihr. Das ist mir zu heiß. Psst, hörst du das? Diese Ebbe, diese Flut. Ist das? Oh, so ein einfach random Dude. Hey? Was ist das hier? Hä? Das kann doch nicht alles sein. Ist hier ein Loch, vielleicht? Ich habe so einen Unterton, ne? Von der Katze. Ich komme ja später nochmal hin. Okay. Geh mal weiter. Boah. Cyberpunk? Hä? Sind wir jetzt in Cyberpunk angekommen? What the fuck? Ich gehe jetzt zur Arbeit. Wir sehen uns später. Okay, Schatz, sei auf der Hut vor den Wächtern. Sie verhaften schnell und ohne guten Grund. Mach dir keine Sorgen um mich, Kleines. Mir geht es gut. Kommt der jetzt raus? Cool. Überleg mal, wenn ich morgen meinen Arm durch einen anderen Roboterarm ersetze und dann am nächsten Tag auch meinen anderen Arm und dann meinen Körper und so weiter, bis ich alle Teile austausche und meine Software aufgerüstet habe, werde ich derselbe Roboter sein, mit dem du jetzt sprichst. Oh, ist das echt eine Cyberpunk-Anlehnung? Wenn man da auch sich die Hände und alles nach Roboterarmen machen kann. Das ist doch echt eine Cyberpunk-Anlehnung. Warte mal, 11. Oktober? Was bedeutet das? Hat das irgendein Release? Ah, toll, wir spielen uns echt scheiße.
Passiert hier? Gary! An der Necco Corp arbeiten wir den ganzen Tag, um den Abfall zu sammeln und ihn nach unten zu schicken, wo er recycelt und wiederverwertet wird. Apropos unten, es ist schon eine Weile her, dass wir Neuigkeiten von dort hatten. Na, warte mal, wir gehen erstmal nach unten. Oh, das ist der andere Kollege. Wei Mai, tut mir leid, Kleines, du kannst hier nicht spielen. Die Necco Corp Fabrik ist kein Ort für einen kleinen Wusche wie dich. Der Zugang ist gesperrt, aber nur für kurze Zeit. Wenn du ein paar Jahre warten kannst, machen wir gleich wieder auf. Hey. Gutes Bild, ist das eine Adresse auf der Rückseite? Ja, das erste Symbol ist eine Straße und das folgt dem Stock und einer Türnummer. Dann sollte ziemlich einfach zu finden sein. Na gut. Dann habe ich ja eh so nicht gesucht. Ich finde ich aber auch gar nichts, ne? Pflanzenmächtig.